Dir fehlt also eine Vision? Nun, hier hast du eine. Aha, ich erkenne gar nichts. Ich weiß, es ist verwackelt. Das ist der temporale Jetlag. Das letzte Mal, dass ich geschlafen habe, ist in 10 Stunden. Du verstehst mich falsch. Ich finde es super. Explizit werden macht nur angreifbar. Es sieht so aus wie ein Tunnel aus ein und demselben Bild. Und ein Ende ist nicht zu erkennen. Das hat irgendwas mit einer Feedbackschleife zu tun. Perfekt. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie das letzte Gebot lauten muss. Jetzt brauche ich nur noch eine Methode, sie auf Stein zu bringen, ohne das 4¾-te Gebot zu verletzen. Hier, nimm meinen Meißel. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Abwaschbare Wasserfarben? Perfekt! Damit kann ich endlich das letzte Gebot vollenden. Hey, Jungs, da oben tut sich was. Hat er schon wieder seinen Bart irgendwo festgemeißelt? Nein, es gibt ein neues Gebot. Echt? Wie lautet es? Nur eines bleibt für immer stehen. Die Show muss ewig weitergehen. Wow, und darauf haben wir jetzt hier die ganze Zeit gewartet? Ich bin so enttäuscht. Habt ihr auch plötzlich das Bedürfnis, zurück nach Haldika zu gehen, um religiöse Spinner totzumetzeln? Wir sollten definitiv unsere Entscheidung, unser Leben zu überdenken. Genau, the show must go on. Du sagst es. Hört. Gevattern! Redest du mit uns? Wer seid ihr eigentlich? Wir sind Legionäre. Wir haben in den Kolonialkriegen in Haldika gekämpft. Nun sind wir einfach ein paar verlorene Seelen ohne Aufgabe. Da hätte ich was für euch. Kleiner Tipp, die Affen tun es, um ihre Läuse loszuwerden. Ihr wart im Krieg? Wozu? Wir haben alle an etwas geglaubt. Wenn auch nicht unbedingt an dasselbe. Mike da drüben glaubte an seine Bestimmung. Stoxy glaubte an den Markt. Und ich glaubte, meine Ex-Frau würde mich dann nicht mehr nerven. Was ist passiert? Sie hat die Nummer vom Legionstelefon rausbekommen. Im Krieg verliert jeder irgendwann seinen Glauben. Leidet ihr unter so einer Art Kriegstrauma? Der Krieg war hart und dreckig. Hart, dreckig und intensiv. Wo soll man hin, wenn man bereits alles erlebt hat? Es geht immer irgendwie weiter. Ich höre deine Worte. Aber du glaubst selbst nicht daran. Vielleicht haben wir mehr gemein, als es den Anschein hat. Was treibt ihr hier? Abhängen. Es gibt nichts mehr für uns zu tun. Darum beobachten wir den Typ da oben. Er sucht nach einer Erleuchtung. Vielleicht inspiriert er uns ja. Außerdem haben wir gewettet, wie lange es dauert, bis er merkt, dass man ihm unters Laken gucken kann. Ihr braucht eine Aufgabe? Da hätte ich was für euch. Lass hören. Wir haben lange genug hier rumgegammelt. Ach, ehrlich gesagt, weiß ich nicht so recht, ob das was für euch ist. Es geht darum, einen Ring zu suchen. Red weiter. So ein Biest hat ihn geklaut und ist damit in ein Labyrinth geflohen. Nun, wir haben schon schlimmere Aufträge angenommen. Allemal besser als dieser Promo-Job für Babynahrung im Brinkley's. Worauf warten wir noch? Die Zeit ist gekommen, meine Getreuen. Zu lange haben wir den dunklen Mächten erlaubt, Tod und Schrecken über uns zu bringen. Seid ihr bereit, mir euer Schwert für die letzte, alles entscheidende Schlacht zu überlassen? Soll das da drüben etwa das Labyrinth sein? Ich interpretiere das als ein begeistertes Jawollo, los geht's.
seid ihr bereit für die Schlacht aller Schlachten, für den Kampf aller Kämpfe, für die Creme aller Cremes, für den Sims aller Wimps. Wir haben noch gar nicht über unsere Belohnung gesprochen. Für Ruhm und Ehre! Hat er Ruhm oder Rum gesagt? Lassen wir es drauf ankommen. Seid ihr bereit für einen weiteren Kampf gegen das Unrecht? Wie wäre es zur Abwechslung mit dem Kettenkarussell? Oh ja, bitte, bitte. Noch einmal stürmt, noch einmal, liebe Freunde. Das nächste Mal lasst mich sprechen. Das Kleinod in Händen haltend, gedachte er der tapferen Kameraden, die in der Schlacht gefallen waren. Hässlicher Huttyp, anderer Typ. Und, habe ich jemanden vergessen? Was ist er egal? Stillhalten? Stopp! Was hast du vor? Stillhalten gilt auch für die Sappelklappe. Ich protestiere! Stell dich nicht so an. Es ist wie ein Pflaster abzureißen. Nur eben mit Hammer und Meißel. Handwerk hat goldenen Boden. Nein! Wenn du das Wasser verfehlst, vergiss nicht, dich abzurollen. Lass mich die Leute aber auch nie ausreden lassen. Ich wünschte, Goal könnte das sehen. Ich wünschte, es gäbe diese Option. Tja, aber es gibt diese Option. Aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ist schon ziemlich albern. Ach, was soll's. Für die Liebe. Stern vom Himmel holen. Check. Na, da schau her. Dero Gnaden hat sich doch noch bequemt, hier aufzukreuzen. Ja, wer hätte das gedacht, nachdem du mich eben beinahe getötet hättest? Das war doch vollkommen ungefährlich. Du hingst über dem Fluss. Direkt über der Stelle, wo Biber einen Damm aus rostigen Nägeln gebaut haben. Das zählt trotzdem als Fluss. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Tja, das Leben ist kein Grabbeltisch. Ich zum Beispiel bräuchte einen zuverlässigen Assistenten. Und nun guck mal im Spiegel nach, was ich da habe. Also, was ist dein Plan? Porta Rustica ist nur wenige Stunden flussaufwärts. Wenn wir deine Abreise verhindern, kann heute Abend in Kuwak auch niemand die Zeit zurückkurbeln. Könnte knapp werden.
Bei Sonnenaufgang werde ich dort bereits aufbrechen. Dafür ist gesorgt. Ich habe uns ein Boot organisiert. Alles, was wir noch brauchen, ist ein romantisches Foto von Goal und mir. Und wo ist sie? Und was ist das da? Das Casting ist Sache der Regie, okay? Du operatest die Kamera. Und ist es jetzt soweit? Ja, geht los. Drück einfach auf den Auslöser. Kamera bereit. Wenn wir können, weiß ich alles. Und das kann du. Und ja, geht ruhig ein. Kamera bereit. Und? Ja, geht los. Machen wir noch. Kamera bereit. Rufus, wo hast du nur dieses kostbare Schmuckstück her? Ich hab sie auf Elysium aufgegabelt. Du Charmeur! Und ist es jetzt soweit? Ja, geht los. Machen wir noch eins. Kamera bereit. Tschüss. Neuigkeiten. Ich habe Pimpi überreden können. Was ist denn hier los? Goal! Das sieht jetzt vielleicht seltsam aus, aber... Soll das etwa ich sein? Was für perverse Spielchen treibt ihr hier eigentlich? Ich habe nur den Auslöser gedrückt. Das ist alles Teil meines Plans, um... Ich will's nicht wissen. Das Boot ist bereit. Kommt jetzt. Weiber, was? Mac, mach den Kopf zu.